Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und ja, Leute, wir sind hier und heute im Europa League Viertelfinale gegen Lazio. Das wird auf jeden Fall höchst interessant. Wir werden heute wahrscheinlich Hin- und Rückspiel direkt auch machen. Das heißt, es geht dann um den Einzug ins Halbfinale. Das wäre natürlich ein riesiger Erfolg für Feyenoord. Die Saison läuft ja nicht so, wie sie soll. Es wäre schon geil, wenn man so international so ein Ausrufezeichen setzen könnte. Ich will gar nicht viel quatschen, sondern reingehen ins Duell gegen Lazio. Gucken wir mal auf die Aufstellung hier von Lazio. Mit Strakosha im Tor, dann Lazari rechts, Luis Felipe Coates in der Innenverteidigung, Hisai links, Kirchhoviak, Milinkovic-Savic und Akpa Akpo im Mittelfeld, Barnes, Felipe Anderson und Williams ganz vorne. Klassisches 4-3-3-System hier bei Lazio, die hier zu Hause spielen im Stadio Olimpico hier in Italien. Natürlich auch ein richtig, richtig gutes Team. Williams ganz vorne, Milinkovic, Savic bis heute bei Lazio, was so schon auch in der Realität überraschend ist, wie lange er dort bleibt. So ein Wahnsinns-Mittelfeldspieler, der auch schon längst zu einem Top-Club gehört hätte. Und hier sehen wir das Team vom Feyenoord Rotterdam. Sie sind hier der Außenseiter, der klare Außenseiter, mit Maarten van der Voort im Tor. Cuesta, Trauner in der Innenverteidigung, Karstrup, Groen auf Außen, Kötschke, Alsate, Jansen im Mittelfeld, Valois rechts, links Sinisterra. Und ganz vorne Zirkzee, Radamel Falcao fällt ja für den Rest der Saison aus. Und damit ist dann eben auch das Trio Colombiao dementsprechend gesprengt da vorne. Zirkzee gut weitergeleitet, jetzt hier Kötschke. Und Kötschke mit der Übersicht auf Valois, das war überragend gespielt. Valois jetzt hier. Valois spielt in die Mitte, kommt Zirkzee ran. Ja, und es steht 1-0 hier nach 4 Minuten viel. Feyenoord Rotterdam, was ein Start hier. Entscheidend für mich war dieser wahnsinnige Pass von Kötschke. Richtig gut auf Valois dorthin gespielt. Man hätte wohl eher damit rechnen, dass er links auf Sinisterra spielt, aber nicht so Kötschke. Der weiß genau, was er macht, wie er das Spiel ja noch weiter öffnen kann, indem er zu Valois gespielt hatte. Zirkzee läuft da vorne mit. Hier der Vorteil natürlich, dass er spielt statt Falcao wegen seiner Schnelligkeit. Und dann nutzt das Feyenoord Rotterdam gleich aus. Erste Chance, erster Schuss, erster Treffer. Der perfekte Start hier für Joshua Zirkzee und Feyenoord Rotterdam. 5. Tor in 6 Partien in Europa. Also Zirkzee auf jeden Fall jemand, der in der Euroleague gut scored. Und Feyenoord ist hier jetzt in Führung. Alsate. Oh, die Grätsche war super. Die Grätsche war Weltklasse. Milinkovic, Savic. Aber van der Voort hält den. Martin van der Voort überragend gehalten. Auch diesen Ball hier. Richtig stark gemacht. Aber Lazio macht gleich weiter Druck. Und jetzt hier Sergej Milinkovic, Savic. Cuesta, hau den Ball bitte weg. Haut den weg, aber kann den nicht richtig klären. Es bleibt weiterhin gefährlich. Jetzt hier Trauner. Groen. Erstmal geklärt von Feyenoord. Oder auch nicht. Der Schuss. So, ist der drin. Oder auch nicht geklärt. Akpro hier mit dem Akpa Akpro hier mit einem Wahnsinnstreffer und 1-0 Lazio. 1-0 Lazio, und da sollte sich Feyenoord Rotterdam vielleicht lernen, einfach den Ball hoch und weit weg erstmal klatschen, statt den so zu spielen. Situation war geklärt, Groen will schnell machen, der Pass ist dann schlecht vom 16-Jährigen und Akpro mit seinem linken, der Ball rotiert noch nach links, also links in die Ecke, hier sieht man es wahrscheinlich besser. Der Schuss sieht haltbar aus, aber der rotiert so leicht nach links. Und dadurch ist er dann doch unhaltbar für van der Voort. 1-1, Lazio mit ihrer Druckphase erfolgreich gewesen und konnten hier ausgleichen. Der Druck von Feyenoord wird etwas höher. Kirchhoviak. Kirchhoviak spielt auf Strakosha. Strakoschas Ball ist da durchaus gefährlich und Jansen hat sich den erobert. Jansen spielt ihn rüber und da ist dann jetzt hier Cuesta. Cuesta war extrem weit mit vorgerückt hier bei dieser Pressingphase. Und dann ist es hier das 2-0 Feyenoord. Es ist das 2-0 für Feyenoord Rotterdam, die hier wieder in Führung gehen. Haben sich ein bisschen abgeschaut von Lazio, den Druck extrem erhöht. Und Jansen holt sich den Ball hier, Fehler vom Lazio-Spieler. Und dadurch konnten beide Teams hier jetzt treffen, weil der andere auch einen Fehler gemacht hat. Und damit ist Feyenoord Rotterdam auch wieder vorne. Kein Problem dann für Cuesta natürlich, den Ball reinzuschieben. Carlos Cuesta, der Kolumbianer, hier mit seinem ersten Tor in der 7. Einsatz hier in der Europa League. 2-1, Feyenoord Rotterdam wieder in Führung. Jetzt hier der Ball, wow. 2-2, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Ich habe gar nicht so viel kommentiert gerade, weil ich eigentlich dachte, gut, die Situation habe ich schon. Aber hier sieht man es. Sergej Milinkovic Savic, zwei Mann können die nicht aufhalten. Inaki Williams, boom. Und dann steht es hier 2-2, Lazio ist wieder back. Inaki Williams hier mit seinem ersten Tor in der 5. Partie, richtiger Zeitpunkt, um Lazio eben wieder zurückzubringen. Jetzt hier Lazio, Barnes, gut gespielt hier, Sergej Milinkovic-Savic.
Cuesta da im Zweikampf gegen Savage. Und der Ball in die Mitte gebracht, aber Van der Voort hält den. Wichtig, dass er den hält. Zirkzee jetzt hier auf Kürtschki. Kürtschki gibt den gleich weiter. Sinisterra nochmal auf Kürtschki. Das war gut gespielt jetzt hier vom Feyenoord. Kürtschki auf Alsate. Alsate zieht da den Gegenspieler gut rein. Und jetzt hat Valois die Riesenchance und macht den Ball rein. Macht den Ball rein. Hier muss man wirklich Alsate loben. So wie er den Gegenspieler zu sich gezogen hat. Der Lazio-Verteidiger musste dann weiter ins Zentrum. Dadurch war für Valois extrem viel Platz. Diese Bewegung von Alsate war eben perfekt, um die Lücke zu reißen in der Abwehr. Hier sieht man es perfekt. Der Lazio-Spieler muss nach innen gehen, weil seine Mitspieler alle viel zu weit rechts stehen. Dadurch der Platz für Valois. Und Valois kann das Ganze hier eben finalisieren. Hier muss man wirklich Alsate die dicken, dicken Props aussprechen. Denn diese Bewegung von ihm war der entscheidende Faktor für diesen Treffer. Jetzt hier Lazio. Der Ball ist super. Der Ball war super. Inaki Williams. Nochmal der Pass. Und in die Mitte auf Inaki. Trauner dazwischen. Trauner dazwischen. Das war super wichtig. Aber hier nochmal der Schuss. Cuesta dazwischen. Cuesta und Trauner waren dazwischen. Die beiden Innenverteidiger. Aber Lazio ist immer noch da. Alsate klärt. Draxler. Nein. Da muss man aufpassen. Felipe Anderson. Sergej. Jetzt hat ihn Castro. Kastrup hat ihn erstmal klären können, aber auch immer noch nicht ganz, weil Lazio weiterhin druckvoll bleibt. So entstand auch schon der erste Treffer von Lazio. Und auch hier ist er wieder drin. Wahnsinn. Was ein Druck Lazio erzeugen konnte. Und es steht 3-3. Dieses Spiel ist der pure Wahnsinn. Man hat viele Tore, viele kämpferische Situationen im Mittelfeld. Beide Teams pressen immer wieder, gehen dieses Risiko, bringen damit das andere Team aber auch immer mehr in Bedrängnis. Und ab und zu gibt es dann eben so Druckphasen, gerade hier von Lazio, wo sie sich das, ja, den Treffer einfach dann auch erarbeiten. Zweites Tor von Inaki Williams, Cuesta raus, der super gespielt hat, aber etwas plattes für Santiago. Und Fabio Silva ganz vorne rein, jetzt hier unter anderem für Zirkzee. Ja, hält den fast schon zu lange. Hat er jetzt von drei Mann, aber das macht er super. Orkun Kötschki, überragend gemacht. Silva weitergeleitet, nochmal weitergeleitet. Der Schuss, nicht der Treffer. Alsate hätte hier jetzt die Chance gehabt, der große Game-Winner zu sein. Und auch hier muss man echt wieder sagen, gut gespielt vom Feyenoord, gut schnell gespielt. Aber Ausgangssituation war Orkun Kötschki mit seiner super Bewegungen. Wie er da einfach mal die Lazio-Verteidiger um sich herum, beziehungsweise die Leute, die ihn angegriffen haben, um sich herum einfach, ja, abgeschirmt hat. Das war Weltklasse von Kötschki. Kötschki mit dem Fuß dazwischen, unglaublich wichtig. Und jetzt Fabio Silva. Fabio Silva, Sinisterra läuft mit. Sinisterra ist natürlich auch ziemlich platt, aber der muss jetzt nochmal alles geben. Sinisterra. Der Kolumbianer spielt den da auf Fabio Silva, der mit einer schlechten Annahme, mit einer katastrophalen Annahme, weswegen der Angriff hier auch gleich kaputt gegangen ist. Ein spektakuläres Hinspiel hier im Europa League Viertelfinale. In Rom 3-3, also für beide Teams ist noch absolut alles drin im Rückspiel. Wahnsinniges Spiel, extrem intensiv für beide Teams. Gerade für Feyenoord nicht ganz so optimal, die hatten auch viel weniger Schüsse, waren aber extrem effizient. Andere Ergebnisse, Villarreal gewinnt, Atalanta gewinnt und Barcelona, Sevilla haben 2-2 gespielt. Na gut. Mein Manager-Rating ist bei einer 68, wie sieht es denn da grundsätzlich aus? Verpflichte über 2, bla, Jugendspieler, okay. Was haben wir hier? Markenpräsident, erreiche 7 Spiele ohne Gegentore in Liga-Auswärtsspielen, okay. 5 von 7 geschafft. Gut. Ligameister werden wir wohl nicht mehr. Europa-Viertelfinale habe ich immerhin erreicht. Ne? Also, ich denke mal nicht, dass die mich jetzt unbedingt rauskicken, oder? Aber müssen wir halt sehen. Nächstes Duell ist gegen Vitesse Arnhem. Die sind Fünfter in der Liga. Also auch hier alles andere als einfach. Wir müssen hoffen, dass PSV Eindhoven patzt. Wenn nicht, ist die Saison da für uns schon vorbei. Beziehungsweise nicht ganz, weil wir müssen gegen Vitesse, Heracles und AZ Alkmaar aufpassen, dass die uns nicht einholen, was Platz 3 angeht. Gucken wir uns einmal die Aufstellung an von Vitesse Arnhem mit Schubert im Tor, Manuev, Oros, Bauser, Doeki, Wittek, Bero, Tornstad, Honeyman, Baden, Fredriksen und Jorgensen. Das Ganze in einem 5-2-1-2-System, 5er-Kette hinten, 3 Mittelfeldspieler und 2 vorne. Und bei Feyenoord Rotterdam wird extrem rotiert. Mit Sven Ulreich, Rick Kastrop, Mosquera, Hendricks, Groen, Timber, Dimas, Draxler, DeVos, Nelson und Silva. Insgesamt hier ein 4-3-3 offensives System bei Feyenoord Rotterdam, die extrem rotieren, bis auf Kastrop. Eigentlich alle anderen nicht gegen Lazio mit dabei gewesen in der Startelf. Extreme Rotation und das ist auch der Grund, Leute, weil ich will gegen Lazio weiterkommen. Wenn ich irgendwie die Chance habe, die Euroleague zu gewinnen, das wäre mehr wert als der zweite Platz in der Liga, weil das auch
weil es auch als Euroleague-Sieger die direkte Qualifikation für die Champions League wäre, ohne in die Quali-Runden zu müssen. Jetzt hier gut gespielt und keine Chance für Sven Ulreich, den zu halten. Vitesse Arnhem geht hier 1-0 in Führung und würde Stand jetzt Feyenoord Rotterdam überholen. Es ist natürlich ein bisschen die Konsequenz des Rotierens, aber das ist okay. Sag mal so, wenn ich am Ende in der Liga Fünfter werde, aber die Euroleague gewinne, ist das cool. Ich lege meinen Fokus jetzt auf die Euroleague. Wenn es natürlich schief geht und wir gewinnen die Euroleague nicht, sind dadurch nicht in der Champions League und sind dann durch die Liga auch nicht in die Euroleague, dann ist es natürlich eine Vollkatastrophe. Und noch haben wir das Ding hier auch nicht verloren. Ich denke auch, das Team ist stark genug, es trotzdem gewinnen zu können sogar noch. Aber es ist natürlich ein gewisses Risiko, was man eingeht, aber ich will gerne international mit Feyenoord was gewinnen. Das wäre einfach das Highlight fast schon, ne, in dieser Karriere. Draxler gut auf Silver nochmal gespielt gehabt. Timber. Karstop ist da gut mit überlaufen. Karstop hier auf Devos. Timber, Silver, zieht ab, abgefälscht. Elfmeter. Elfmeter mit der Hand abgefälscht das Ganze. Fabius Silva Schuss landete mit der Hand bei einem Spieler bei Vitesse Arnhem. Hier sehen wir es. Habe ich jetzt nicht erkannt, um ehrlich zu sein. Bräuchte man noch eine Wiederholung, aber sei es drum. Elfmeter-Chance hier für Fabio Silva und Feyenoord. Macht er den rein oder nicht? Er macht ihn unten links rein. 1-1. Feyenoord Rotterdam kommt hier zurück. Hoppala, jetzt ist der Jubel etwas übersprungen, sorry. Auf jeden Fall 1-1. Fabio Silva hat Feyenoord Rotterdam per Elfmeter zurückgebracht und damit sind sie wieder im Spiel. Oh, gut gespielt hier von Vitesse. Jürgensen, der Ball war überragend gespielt und überragender Abschluss. Überragender Abschluss von Baden. Wahnsinnsabschluss. Der kriegt den Ball und hämmert das Teil ohne Humor einfach rein. Denkt sich, ey, nach Arbeit. Ball kriegen, boom, reinballern. Ohne viel Schnickschnack. Guter langer Pass und dann, damn, keine Chance für Sven Ulreich. Nicht mal ansatzweise eine Chance, den zu halten. Versucht es noch, aber der war so stark geschossen in der Wiederholung. In der Slow Motion sieht es nicht ganz so krass aus. Aber in Echtzeit war der überhaupt nicht zu halten für Sven Ulreich. 2-1 Vitesse. Die Probleme werden immer größer für Feyenoord, was die nationale Liga betrifft. Oh, da ist zu viel Platz für die Vitesse-Spieler. Viel zu viel Platz. 3-1. Das Ende. Fragezeichen. 3-1 das Ende, Fragezeichen. Ist das hier der endgültige Abschluss hier für Vitesse? Hauen sie Feyenoord in eine nationale Krise? Abschluss gut flach reingemacht. Ulreich hält den nicht. Nikola Jürgensen mit dem Treffer. 3-1. Feyenoord muss jetzt richtig offensiv werden. Irgendwie Risiko gehen, sonst ist das Ding hier durch. Die Ecke von Julian Draxler. Na, Dimas kommt da nicht ran. Marzen mit Geschwindigkeit gut sich da durchgesetzt gehabt. Dimas, Kopfballgelegenheit und der ist drin. Der ist drin durch Hendricks. Nimm dir doch bitte den Ball, sehr schön. Der 21-jährige Innenverteidiger hier mit dem Treffer. Hendricks trifft zum 3-2. Feyenoord hat wieder ein kleines bisschen Hoffnung. Marzen hier mit dem richtigen Einsatz. Dimas hier mit dem hohen Ball. Und dann ist es Hendricks, der sich da durchsetzt. Nochmal gegen den Innenpfosten. Und dann rollt bzw. dreht sich der Ball da Gott sei Dank noch rein aus Feyenoords Sicht. Richtig gut durchgesetzt, wie man hier sieht. Und dann genauso gegen den Innenpfosten, dass er sich nochmal reindrehen kann. Sehr schön. Feyenoord ist noch nicht ganz zurück, aber zumindest haben sie die Hoffnung auf einen Comeback. Vorteil Vitesse. Jetzt hier die Chance. Vitesse, das ist kein Abseits. Sven Ulreich, warum legst du dich da so hin? 4-2 Vitesse. Warum legst du dich da frühzeitig hin? Das macht nicht viel Sinn. Das macht nicht viel Sinn. Ich behaupte, wenn er sich nicht hinlegt, hat er den. Und wie er den hat. Wenn er einfach nur sich breit macht, statt sich dumm hinzulegen. Er legt sich vor allen Dingen hin, lange bevor er überhaupt ansetzt zu schießen. Das ist FIFA-Animation leider, ne? 4-2. Ecke. Ulreich auch mit dabei. Sven Ulreich unter anderem auch mit dabei. Kann nicht da wirklich helfen. Ulreich. Nochmal ein Schuss, aber das ist halt alles kein Problem für Schubert. Das ist alles kein Problem für Schubert, der solche Bälle dann einfach hat. Und Nelson, Draxler, da ist sogar nochmal Van Bergen. Das bringt uns halt jetzt nichts mehr, ne? Es bringt uns leider nichts mehr. Es ist ein schönes 4-3, ja.
Aber sie werden gleich, es wird gleich abgepfiffen, weil wir haben jetzt schon die 93. Minute. Der Treffer kommt jetzt etwas zu spät. Da ist allerlei Hoffnung schon verloren. Wahrscheinlich pfeift er direkt ab, ja. Schade. Wenn du 3 Tore schießt, aber 4 kriegst, dann ist es bitter, ne? Voller Fokus auf Euroleague. Ja, diesmal hatten wir mehr Schüsse, aber sie haben ein Tor mehr gemacht. Das Bittere ist, PSV Eindhoven gewinnt und AZ Alkmaar gewinnt. Champions League ist vorbei für uns über die Liga. Also die kann man komplett vergessen. Champions League über die Liga ist Geschichte. Rechnerisch vielleicht noch nicht ganz. Aber wir sind aktuell Vierter. Ja, 6 Punkte in 4 Spielen. 8 Punkte sind es sogar. Ich kann nicht rechnen, sorry. 8 Punkte in 4 Spielen. Vergiss es. Vergiss es. Über die Liga haben wir keine Chance mehr. Das heißt, 100%iger Fokus auf die Europa League. Das heißt, gegen Lazio, wenn wir hier jetzt rausfliegen, dann wäre die Saison... Dann wäre es eine Katastrophensaison, um ehrlich zu sein. Gerade mit dem Hinblick darauf, beziehungsweise mit dem Rückblick darauf, dass wir im letzten Jahr das Double geholt haben. Genug geredet, rein ins entscheidende Duell gegen Lazio. Hier die Aufstellung von Feyenoord Rotterdam, die hier heute daheim spielen im Decuip Stadium mit Van der Voort im Tor, Cuesta, Trauner Innenverteidigung. Trauner muss aufpassen vor einer Gelbsperre, dann Karstrup und Marzen außen. Kötschke, Till, Jansen im Mittelfeld und dann Sinisterra, Valois und Ziyechse ganz vorne. 4-3-3-System, offensives 4-3-3-System bei Feyenoord Rotterdam. Ja, das Team will natürlich sehr, sehr gerne ins Europa League Halbfinale. Es ist auch ihre einzige Chance, rein realistisch gesehen, noch in die Champions League zu kommen, indem sie die Europa League gewinnen, was natürlich für den Verein ein unglaublicher Erfolg wäre. Aber auch Lazio will natürlich gerne diese Europa League hier gewinnen, denn auch für sie wäre das natürlich ein riesiger Erfolg hier, für die Römer, mit Strakosha hier auf jeden Fall im Tor. Dann Weigand, Coates, Acerbi, Hisai, Luis Alberto, Milinkovic, Savic, Akpa, Akpro, der im Hinspiel dieses Traumtor hatte, dann Perez, Sakanji und Williams ganz vorne, klassisches 4-3-3-System hier bei Lazio rum, die hier auch anstoßen dürfen. Das Hinspiel war spektakulär, ein 3-3. Wir gucken mal, was beide Teams uns heute bieten. Cuesta jetzt hier, Till. Till mit dem Fehler. Till mit dem Fehler, jetzt Sergej Milinkovic, Savic, Trauner dazwischen. Trauner nochmal zwischen gewesen, Van der Voort, der Ball ist trotzdem drin. Ist das bitter, der Fehler von Till bringt hier Lazio rum in Führung. Williams mit dem Treffer, 1-0 für Lazio. Es können diese Fehler sein, die ich international eben raushauen, ne? Und von so einem erfahrenen Mann wie Till darf das nicht passieren, so ein leichter Ballverlust. Eigentlich guter Einsatz von Trauner, der Ball kommt trotzdem zu Inaki. Van der Voort hatte den halt auch mit seinem Körper noch abgeblockt, aber der Ball kugelt dann trotzdem rein. Das ist bitter. Natürlich für Lazio hier sehr, sehr wichtig, 1-0 in Führung zu gehen. Damit Wehrmann stand jetzt weiter, Inaki Williams alle 3 Tore in dieser Europa-League-Saison gegen Feyenoord Rotterdam gemacht. Also das ist bisher sein absoluter Lieblingsgegner. Götzschki. Jansen, der Ball ist überragend. Der Ball ist überragend. Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Zirkzee macht ihn nicht rein. Macht ihn nicht rein. Wollte ihn unten rechts ins kurze Eck machen. Strakosha war aber da und damit bleibt es beim 1-0 zum Ende der ersten Halbzeit. Götzschki jetzt hier mit dem vielleicht wichtigsten Freistoß seiner Karriere. Wenn er den reinmacht. Kötschkis Ball ist nicht drin. Strakosha hält den. Gut geschossen, noch besser pariert. Und jetzt hier kurz gespielt. Strakosha, gefährlich. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Jansen. Oh, verzieht den Ball komplett. Oh, Cuesta kommt da nicht richtig in den Zweikampf. Marzen. Trauner, klatsch den doch weg. Klatsch ihn doch weg. Lazio ist wahrscheinlich weiter. Liga läuft nicht. Euroleague stand jetzt raus. Schlechte Saison für Feyenoord. Man wird nicht mal Zweiter. Maximal Dritter in der Liga. Euroleague Viertelfinale liest sich nicht schlecht, aber in der aktuellen Situation reicht das eigentlich nicht. Volle Offensive, jetzt heißt es alles oder nichts. Der Ball hier ist nicht schlecht. Inaki Williams setzt sich zu einfach durch. Van der Voort, ich hab dich nicht rausgeholt, Mann. Ich hab dich nicht rausgeholt. 3-0 Lazio. Bleib doch im Tor. Inaki Williams ist doch viel zu weit am Außen. Da musst du nicht rauskommen. Bitter. Extrem offensiv Lazio hier. Und das wird Feyenoord.
Das wird bestraft mit dem 0-4. Jetzt ist es eine reine Demütigung. Wir sind raus, aber sowas von. Boah. Das nenne ich mal demoralisiert. Aber auf ganz üble Art und Weise. Bitter für das junge Team. Für das junge Feyenoord-Team. Williams ist einfach zu schnell. Williams ist zu schnell. Jetzt hier Barnes. Barnes. Trauner kommt nicht so ganz hinterher. Nochmal die Schusschance wie Akpro. Super nochmal rüber gespielt. Das fünfte. Sorry, dass ich jetzt die Wiederholung weggemacht habe, aber das will ich mir nicht nochmal ansehen. Jansen. Trauner jetzt mal mit nach vorne gekommen. Valois. Valois. Stoppt ab. Zirkzee. Ja, 5-1. Kann man sich nichts von kaufen, leider. Bei einem 3-1 hätte man sagen können, ey, irgendwas ist noch möglich. Bei einem 5-1 ist nichts mehr möglich. Rastop. Och, Junge. Ja, Lazio. Das wird wahrscheinlich das nächste. Valois. Thunderwood kommt raus. Das Ding ist durch. 6-1. Es wird eine interessante nächste Saison auf jeden Fall. Je nachdem, ob wir in der Euroleague spielen oder nicht. Denn da wird auf jeden Fall ein bisschen was passieren müssen. Aber das Spiel ist rum. Ja, auszuscheiden ist das eine. Aber 6-1 geschlachtet zu werden, ist echt nicht cool. Das hat das Team so auch eigentlich nicht verdient gehabt. Also wenn man die ganze Europa-League-Saison betrachtet. Aber gut, was verdient, nicht verdient, ist am Ende egal. Am Ende ist das Ergebnis, was zählt. Ne? Man sieht Atalanta weiter, Sevilla weiter und Villarreal weiter. Und ich behaupte, man hätte jeden durchaus schlagen können. Aber wenn du halt Lazio nicht schlägst, dann wird das halt nichts. Ne? Jetzt heißt es halt, die Saison in Ruhe zu Ende zu spielen. Ne? Denn wir müssen Platz 3 uns holen. Momentan ist da Vitesse. Das ist natürlich super bitter, weil wir gerade gegen Vitesse verloren hatten. Till ist jetzt ZM. Das ist halt jetzt super, super bitter. Wobei ich bei Till auch nochmal eine folgende Sache machen will bei der Entwicklung. Der soll nämlich in die Defensivsachen nochmal einen Ticken besser werden. Der ist ja groß genug und Co. Spiel machen kann er ja schon mit 83 Pass und Co. Allrounder, balleroberender Mittelfeldspieler, da hat er kurzen Pass noch besser, Ballkontrolle, fairer Zweikampf, Grätsche, Aggressivität, Stärke, Abfang, lediglich defensives Bewusstsein nicht, aber das passt soweit, ne? Dass aus Till so ein richtiger Zweikämpfer wird, der aber halt auch technisch sowieso halt gut ist, ne? Nächstes Spiel ist dann in der Liga. Gegen Fortuna Sittard dann in der nächsten Folge, ne? Dann gehen wir schon Richtung Ende, gegen Sittard, Twente und Zwolle, alles Pflichtsiege. Ja, ab jetzt dürfen wir nicht mehr verlieren, wir dürfen kein Unentschieden mehr holen, wir dürfen gar nichts mehr außer gewinnen, um Platz 3 festzumachen. Das wäre halt die Europa League, ne? Platz 4 wäre Europa Conference League und das wäre nicht so cool. Ich will schon gern wieder in der Europa League sein. Gucken wir, ob wir uns das erarbeiten. Im Worst Case überholen uns noch Heracles und AZ Alkmaar und wir spielen gar nicht international. Ja, das wäre richtig hart. Wir gucken, wie die Saison enden wird. Euer Lauschen meldet sich ab und bye bye.